Das Startverbot für die umstrittenen Boeing 737 MAX ist nach rund 20 Monaten wieder aufgehoben worden. Allerdings nur unter der Auflage, dass eine neue Steuerungssoftware in die Flugzeuge eingebaut wird. Das teilte die US-Flugaufsicht mit. Die 737 MAX wurde im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen. Als Hauptursache galt das fehlerhafte Steuerungsprogramm.